Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von die Gilde 2-3. Hupsala, hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich konnte leider keine Frames finden. Wir sind weiterhin bei so wenig Frames unterwegs hier. Das mag wirklich dann an den vielen Leuten sein, die hier unterwegs sind. Was es daran liegt, keine Ahnung. Also ich habe jedenfalls nicht mehr Frames gefunden. So, hier wollte ich eigentlich hin, um Beschläge zu kaufen. Und zwar 2 Stück an der Zahl. Und dann produzieren wir das erste Mal in unserem eigenen Gebäude jetzt ein paar Sachen. Was ist? Ich habe die Grafik eigentlich nicht wesentlich höher gestellt. Dachte ich eigentlich. Also nö, ja. Eigentlich habe ich nichts dran eingestellt. Also ich weiß nicht, woher das kommt, weil vorher hat man hier auch 60 Frames, aber gut. Ich habe jetzt im Hintergrund alles aus, was irgendwie Frames kosten kann. Also sämtliche Browserfenster, die ich noch offen hatte, musste. Da war sogar noch eins von Formel 1 offen. Mal gut, dass nicht im Hintergrund mal die Formel 1 losgefahren ist. Aber das Qualifying ist ja schon beendet. Vettel wieder nur 11. gewesen. Na, egal. Was soll's. Mehr ist da halt eben nicht mit rauszuholen bei ihm. Oder mehr schafft er halt einfach nicht. Und hier sehen wir schon, der Flachs ist natürlich hier in Mengen vorhanden und den könnten wir in Vorstadt auch in Mengen verkaufen. Was war nun wieder los hier? Ach, Amtsträger wurden ernannt. Wir müssen das mal ganz kurz hier wieder wegklickern hier. Unsere ganzen böseligen Nachrichten, die wir nicht brauchen. Und gut. So, dann haben wir hier Bauernponyhof, die haben jetzt wieder 115, wir sind bei 96, also so viel langsamer bin ich jetzt auch nicht mit meiner, ich bin gerade beschäftigt. Was ist denn, wo rennt er denn? Da rennt er. So, also dem müssen wir unbedingt irgendwas beibringen, dass er ein bisschen schneller laufen kann, aber ansonsten ist das schon ganz cool. So, Einfluss haben wir schon auch schon ein bisschen, Geld brauchen wir jetzt als nächstes und ich hoffe einfach, dass ich jetzt durch die Produktion von 2 Büchern der Talente, welche ich dann hier am Ort im Verkaufslager verkaufen werde. Jemand hat euch gelobt. Über Talente, lasst die ruhig da mal beide da drinnen liegen. Und dann gucken wir einfach mal, die müssten dann eigentlich hier wunderbar rauskommen und da müsste eigentlich richtig gut Geld bei rumkommen. Jemand hat mich gelobt. Sehr schön. Momentan loben die mich noch, aber das könnte natürlich dann früher oder später auch wieder vorbei sein mit der Freundlichkeit. Man kennt es ja. Manchmal sind sie ja dann erst freundlich und dann mit mal überfallen sein. Ah ja, jetzt rennt er oben rum. Okay. So, hat einen weiten Weg hinter sich, muss man ehrlich sagen. Gut, so ist es halt, ne? Dann hat er aber jetzt die Beschläge dabei und wir können die Bücher machen oder die ersten Bücher selber herstellen. Ist eigentlich schon ein ganz sehr, sehr teures Produkt, was wir da herstellen. Und ja, wie gesagt, also wir müssen natürlich dazu sehen, also was? Warum? Meine Pergament? Was? Hier bin ich. Gut. Mein Flachs wurde mir gemobst. Und mein Leder. Okay, das können Sie erstmal abbrechen, ne? Hier bin ich. Ich eile. Das gibt's ja nicht. Feierabend. Was? Jawohl. Was? Die haben ja Diebe. Oh. Was ist? Gibt's ja nicht. Ich einer beklaut. Und dann auch gleich das wertvolle Zeug daraus klauen, ne? Mann, ey. Huch, ich hab den mal nicht. Ich hab schon blaue Flecken, von selbstverständlich. So ein Cheat. So, dann müsst ihr jetzt aber alle Rohstoffe wieder beisammen haben. Und dann muss ich ihn jetzt hier einmal einstellen. Und dann sollte er das alles abarbeiten. Diese 2 Bücher hier. Und ich hoffe, dass die dann nicht geklaut werden. Also das wäre Quatsch. So. Zack, jetzt kann er loslegen. Jetzt haben wir erstmal Pergament, ne? Das produziert er jetzt erstmal. Vor der Vergeisterung. Und ja, wir müssen hier mal bei den Erweiterungen gucken. Heute Sicherheit vielleicht erhöhen.
Hier sehe ich auch irgendwie nicht die Grenze, wie viel ich... Naja, wir werden sehen, was da nicht geht. Aber guck mal, da sieht man jetzt hier alle einzeln hintereinander aufgereiht. Das ist auch schon mal gut. Und was auch was dazu kommt, ist ja auch sehr schön. Gebäudeschutz. Naja. Können wir mal einen investieren da drin, dass da ein bisschen mehr Gebäudeschutz ist, dass wir vielleicht eventuell nicht ganz so oft hier rumklauen. Die alten Mopser. Das ist ja fürchterlich sowas. Ich einfach gemopst, ne? So, der macht jetzt Pergament. Das dauert ganz schön lange, ne? So ein Pergament herzustellen, aber es ist halt so. Und na gut, den Flachs dann haben wir als Eigenproduktion jetzt hier. Ich werde mal Flachs plus 10 immer machen lassen. Das sollte sich dann... Sollte dann in regelmäßigen Abständen 10 Stück dazukommen. Ich denke, das sollte ganz gut klappen. Aber hier haben wir natürlich auch sehr viel Kräutertee schon. Also da muss ich jetzt auch mal wieder einmal Kräutertee verkaufen gehen. Gute Gelegenheit für Fernhandel haben wir. Und zwar haben wir gar keinen Zugriff auf Luxusgüter nach Budapest. Das ist weit hin. Das ist noch weit hin. Naja, gut. Da wurden wir beklaut. Ne? Da waren wir live dabei, wie wir beklaut wurden. Wir standen eigentlich im Haus und wir mal, fupp, waren die Waren weg. Das ist ja frech. Frech, frech, frech. Kann man nicht anders sagen. Einfach nur frech. So, jetzt macht er einmal Farbe. Das dauert auch ziemlich lange anscheinend. Aber gut, das ist dann so. Ich könnte jetzt eigentlich meine Frau hier noch mit rüberholen, dass hier sozusagen nur Angestellte drin sind. Wie sieht denn das aus, wenn ich bei Maria... Maria ist jetzt so... Ja, okay. Wir müssen jetzt noch davon überzeugen, dass er ja mit mir mein Kind macht. Denn wir sind jetzt im Herbst und da sehen wir jetzt schon hier... Da werden noch mehr Frames bei runtergehen. Also wenn man richtig nah ranzoomt, sind wir bei 12 Frames, ne? Bricht komplett zusammen. War da eigentlich. War schon mal besser. Und ich muss ehrlich mal sagen, also meine Grafikeinstellungen sind jetzt eigentlich nicht... Ja, Datenqualität sind hoch, kann man auch Mittel setzen. Das könnte was bringen. Wasserreflexion machen wir nochmal aus. Tiefenschärfe aus. Nochmal 30. Naja. Auch nicht so viel mehr. Also da irgendwie, da ist momentan ist nicht so doll. Irgendwie. Naja, gut, okay. Irgendwas ist da schwer beschäftigt. Oder meine Grafikkarte ist zu warm. Kann natürlich auch sein. So, Maria rennt jetzt wieder los. Die muss wieder was produzieren. Und er ist jetzt dabei, das erste Buch herzustellen. Ne? Das ist natürlich aber. Das ist aber wirklich dann ein sehr, sehr interessantes. Ja, Produkt. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, warum es hier im Lager eigentlich die Rohstoffe nicht gibt. Oh, das können wir wieder. Warum gibt es hier das. Wirklich nur die Waren? Okay. Jetzt ich den gleich hoch, okay. Wenn da mit der Maus drüber ist. Also das verstehe ich dann nicht. Warum ich hier Rohstoffe einstellen kann, verstehe ich auch nicht, aber ist okay, ne? Also das, da müssen sie nochmal dran, Jungs. Also das ist nicht so toll. Dann, ja. Alle Waren, Fledermausblut hätte ich ganz gerne einfach nur immer hier erstmal, kann beschafft werden. Hätte ich gerne auch erstmal nur 4, darf beschafft werden. Ich muss ja die anderen Rohstoffe auch rausfinden, die hier dran sind. Ich muss da nicht überall die Haken rausnehmen hier, Eisen, Haken raus. Brett, Haken raus. Mein Geist, kein Haken raus. Hätte ich gerne auch immer 4 drin. Fledermausblut 4. Holzversorgung, Haken raus. Schlag 4. Flachs. 4. Haken raus. Haken drin lassen. Federhalter, Farbe. Gedicht. Okay. So sollte das jetzt eigentlich klappen. Mit den Lagerregeln. Wenn jetzt ein Fuhrknecht sozusagen denn hier ist, der sollte das ganz gut hinkriegen. So, das erste Buch ist bald fertig, hoffentlich. Und, ah ja, in unserem anderen, in unserem anderen Gebäude wurde ein bisschen was aufgekauft. Das ist schon mal ganz gut. Wie viel haben wir da jetzt noch hier liegen? Aber es ist trotzdem immer noch
25 Kräutertee und hier 25 Kräutertee dabei. So, Flachs wird wieder hergestellt, das ist auch gut. So, dann würde ich sagen, werde ich jetzt demnächst meine Frau hiervon befreien, dass sie hier arbeiten muss. Und werde meine Frau erstmal so ein bisschen als Taxi benutzen und ihn hier als Arbeiter benutzen, dass er uns hier die Bücher verschafft. Und da liegt das erste Buch hier im Lager. Und ja, den direkten Verkaufspreis sehe ich nicht. Aber wenn jetzt irgendeiner dieses Buch heute Nacht mir abkauft, dann wird hier eine ordentliche Summe hochgehen. Und das wird mich dann dazu verleiten, wahrscheinlich dann hier den Apotheker zu freizuschalten. Beziehungsweise eigentlich müsste ich hier das hier freischalten. Ich glaube, ich darf noch ein Gebäude mehr besitzen, oder? Hier sind bloß die Kosten im Weg. Wo hatte ich denn das vorhin gesehen? Da, den Kreis hier wahrscheinlich, oder? Das ist ein Buch, ja. Also ein Betrieb darf in den... Ach, hier sehe ich auch die Gewinnpunkte. Alles klar. Oder sieht man, die hat schon mal mehr Gewinnpunkte, ne? Wollte ich ja sagen. Also die waren schon mal wesentlich höher und fallen jetzt eher in den Gewinnpunkten. Vielleicht eine Fehlinvestition gemacht oder so. Keine Ahnung. Familie 176. Was? 96. Titel 56. Verstehe ich nicht. Summe 250. Ich glaube, das zählt eh keiner nach. So, gut. Wie sieht's hier aus? Wenn er das zweite Buch fertig hat, dann sollte er ja nicht automatisch, sollte der Auftrag ja dann rausfliegen hier wieder. Und hier die ganzen Rohstoffe sollten weg sein, das Verkaufslager sollte voll liegen. Und dann, tja, schade, dass wir Sachen zweimal kaufen mussten, weil er uns einer beklaut hat. Das ist natürlich auch fies, ne? Dass du da einfach so beklaut wirst. Ach Mann, naja. Ist halt so, ne? So, jetzt macht er das letzte Buch fertig hier. Und dann sieht das auch sehr gut aus, kriegt noch ein paar IP dafür und ja, wie gesagt, wir werden hier unsere Frau rauslösen. Und aber im Winter müssen wir uns darum bemühen, dass wir ein Kind machen, damit wir dann das erste Kind wieder bekommen. Wir kennen es ja schon, wir wissen ja, worum es geht. Und ja, dann kann ich, also ich werde jetzt sie hier feuern, glaube ich. Bitte. Ja, möchte ich gerne bestätigen, dann stellen wir hier jemanden an. Bestätigen so und dann... Wird sie einmal hierher laufen, nochmal zur Kräuter-Dings und dann werden wir mit ihr nochmal den Tee verkaufen gehen. Und vielleicht kann ich sie ja dann schon mal auch noch ein paar Waren mitbringen lassen, die wir brauchen. Also du nimmst jetzt mal Tee mit hier. Einmal hier 25. Einmal da den Rest. Dann haben wir 40 mal Tee sozusagen im Verkauf. Und mal 40 mal Tee hier oben in Neustadt verkaufen. Ich denke mal, da wird es immer noch das größte Geld für geben. Warte mal, mal hin. Hier. So. Dann haben wir auf jeden Fall. Jojo. Dann haben wir auf jeden Fall, oder ist es noch? Nee, in Altmannsdorf. Wo ist denn Altmannsdorf? Moment, halt mal an. Wo ist der Markt Altmannsdorf? Warte. Da musst du hin. Geh mal zum Marktplatz Altmannsdorf. Da kriegst du nämlich 73 für eine Einheit. Das ist schon mal ganz okay. Wenn wir dann 40 Einheiten verkaufen, haben wir ordentlich Kohle. Aber es hat so auch so schon jemand ordentlich was bei uns gekauft. Denn wir haben 1950. Auf der hohen Kante. Der kostet 2100, der Beisasse. Ne? Der macht aber noch nicht kein Betrieblimit hoch. Das kriegen wir erst wieder hier. Ein Betrieb können wir jetzt noch bauen. Wollen wir erstmal den machen, dass wir an den Weingeist kommen? Selber. Und natürlich verkaufen können. Wir behandeln einen Ausdauertrank, können wir dann auch noch herstellen lassen. Wichtig ist uns aber der Weingeist. Da müssen wir den Alkohol irgendwo einkaufen, nehme ich an. Ich glaube, für Weingeist brauchte ich Alkohol, ne? Aber ja. Na ja, gut, okay. Da kann man sich ja mal eine Charge von kaufen. Oder wollen wir uns in dem Betrieb erstmal die Erweiterung leisten? Dass wir ein bisschen produktiver werden, ein bisschen kundenzufriedener, einfach ein bisschen mehr verkaufen. Ist auch nicht schlecht, ne? Erhöht die Kundenzufriedenheit um 20 bis auf 50%.
Lagerslots kannst du auch. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. 1 Uhr morgens und alles ist in Ordnung. Sehr schön. Arbeiter kriegen wir da dazu. Die Schreiberstube vielleicht auch wichtig. So, der ist fertig mit Arbeiten hier. Kann jetzt nichts mehr machen, weil er keine Rohstoffe mehr hat. Okay. Was soll denn jetzt gedacht, dass ich da irgendwie eine Meldung kriege, aber nö, war nicht so. Hier ist was? Na gut. So. Jawohl. Maria, du kannst die erstmal verkaufen. 40 Einheiten. Weg damit. Das bringt ordentlich Geld. Dann bringst du mal Ledermausblut mit. Und zwar 5 Einheiten. Und Leder gibt es hier nicht. Leder müssen wir anders kaufen. Gibt es hier Beschläge? Gibt es hier. Kaufst noch 5 Beschläge mit. So, dann dackel mal los. Was gibt es? In die Schreibstube. Das geht schnell. In der Schreibstube werden wir den Auftrag von 5 solchen Büchern machen. So, und dann werden wir die Materialien ranholen. Das geht schnell. Geh du mal dahin. Hol mal schnell den 5 Flachs. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. 5 Flachs bestätigen. Und dann gehst du ich bin zur Stelle. Da hoch und holst ein Leder. Dann kannst du schon mal das Pergament machen dafür. Das sollte klappen. Und dann muss ich nur noch den Weingeist besorgen. Und dann auch gut. So. Das könnte dann schon mal noch ein bisschen mehr wieder bringen. Dann haben wir schon wieder 5 solcher Bücher. Ich weiß nicht, sind die noch hier? Ja, sind noch alle beide da? Okay. Sind noch nicht verkauft. So, dann nicht Beschläge, sondern Leder. 5-mal bitte. Was gibt es? Ja. So. Und dann können wir uns eigentlich können wir uns den Titel kaufen. Wären die nicht schlecht, wenn wir den Titel schon haben und dann müssen wir uns dann bloß noch auf den Bürger konzentrieren. So, dann hast du das hier. Dann hast du das hier. Hast du das hier. Und du hast das hier. 3 Uhr morgens und alles geht schnell. So, und du kannst schon mal anfangen. Hier und du gehst da hin und besorgst nochmal 5 Weingeist und dann kann der dann nämlich produzieren und dann gucken wir mal, wo die Bücher teuer loswerden. Da hat einer 840 für ein Buch. Top. Das ist richtig gut. 840 für ein so ein Buch gekriegt. Einer hat eins abgekauft. Andere wird wahrscheinlich geklaut oder so. Kann ich mir vorstellen. Na egal. So. Gut, Weingeist hätte ich gerne 5 Stück. So. Gut, dann ab dafür. Aber diese Handwerkerstube wäre schon eigentlich nicht schlecht, ne? Dass ich die Beschläge wenigstens selber machen kann. Ein bisschen Eisen herstellen, ein bisschen Beschläge selber machen kann. Aber Eisen kann ich da nicht. Kann ich da Eisen? Doch, Eisen kann ich da auch selber herstellen. Muss Erz besorgen. Ja, das geht dann schon. So, dann machen wir den Weingeist hier abladen. Zack, und dann kannst du jetzt hier 5 solcher Bücher herstellen und dann hat jemand noch das andere Buch gekauft für 825. Ist ein bisschen runtergegangen der Preis, aber ey. Immer noch gut. Wir haben gut Geld. Das heißt, wir können eigentlich hier nochmal ein bisschen Erweiterung kaufen. Einen Arbeiter brauche ich erstmal nicht. Noch nicht zusätzlich. Produktivität werden wir erstmal erhöhen von dem Gebäude. Um 2 Stufen. Unzufriedenheit werden wir erhöhen. Sicherheit, da gebe ich nochmal 604 aus. Das restliche Geld behalten wir erstmal. Und werden uns dafür jetzt erstmal den Beisassen kaufen. Dank eurer unermüdlichen Arbeit. Damit können wir jetzt Flüge freilassen, Beziehungen ausnutzen. Wir können Öffentlichkeitsarbeit betreiben und wir können den Amtsträger bestechen. Und wir können natürlich eine Lagerscheune bauen. Und wir könnten theoretisch die Apotheke freischalten oder wir gehen wirklich jetzt hier da und dann dahin 1600 und können dann diese kleine Handwerkerhütte bauen. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das. Was ist? Wenn ich eigentlich habe ich gesagt, ich möchte hier als Gelehrter arbeiten, ne? Dann kann ich das eigentlich nicht machen. Erdäpfel? Ich bin gerade beschäftigt. Was sind Erdäpfel? Erdäpfel? Was sind Erdäpfel? So, hier muss man einen Arbeiter einstellen, mal aus dem standardmäßigen Herstellungsprozess. Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Du machst mal nichts mehr. Sicher.
Und dann stellen wir noch einen hier ein, hier, dass da zwei Arbeiter erstmal drin sind. Feierabend. Und dann werden wir dort einen Fuhrknecht einstellen. Irgendwo das mit Jasmin minus 4, ich wurde schon wieder überfallen, alles klar. So. Und dann werden wir hier noch einen Fuhrknecht anstellen. Und Lagerregeln einhalten soll er, genau. So. Und zwar, unsere Lagerregeln sind ja quasi hier beschrieben. Oh. Wir haben hier alle Waren, aber. Oh. So, als wenn sie ein bisschen sortierter sind. Also er soll mindestens 4 Flachs, mindestens 4 Beschlag, keine Holzfassung, mindestens 4 Fledermausblut, mindestens 4 Weingeist, keine Kiefernholzbretter, kein Eisen, kein Almanach, kein Buch über Talente 1, da müssen wir mal kurz drüber reden, da hätte ich nämlich ganz gerne, dass da immer 4 im Lager liegen, alles andere kannst du dann verkaufen und ja, kannst du dann verkaufen, so. An den Meistbietenden und. Nee, warte mal, das ist beschaffen, ne? Nicht. Jetzt losläuft und mir Talentebücher kauft. Das kannst du dann verkaufen, was da drüber liegt. So, und der Rest soll einfach so produziert werden. Und dann machen wir das hier: 5 solcher Bücher als permanenten Auftrag. Und dann müsste eigentlich jetzt hier sozusagen das Buch der Talente immer mal wieder produziert werden. Geld dürfte jetzt nochmal ein bisschen runtergehen, aber wir können uns hoffentlich hiermit nochmal einmal. Ein bisschen Geld besorgen und beide sind jetzt sozusagen eigentlich zu Hause. Das heißt, wir werden uns jetzt immer darum kümmern, dass wir ein Nachkommen noch bekommen und das ist sozusagen auch die letzte Aktion, die wir heute haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns dann in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten wiedersehen. naja gut, also in 2 Tagen auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Ah, sie ist gerade beschäftigt. Ich jetzt nicht, bitte. Ja, sehr gut. Also, meine Frau ist schon ziemlich alt mit 27. Das ist schon ein Risiko. Könnte schon schwierig werden. Lebenskerze ist auch nicht mehr die längste. Also, das könnte auch wirklich schwierig werden, jetzt hier noch. Dann ein Kind hinzubekommen, aber na gut. Ich hoffe mal das Beste. Damit wir es noch großgezogen bekommen. Aber ich denke mal schon, dass sowas alles hinkommen wird. So, wir warten jetzt mal noch das Ergebnis ab. Ich bin gerade verhindert. Da ist jemand schwanger. Wunderbar. Jemand erwartet ein Kind. Das ist schön. Maria Schröder und Marcel Schröder erwarten ein Kind. Das hat doch schon mal geklappt. Gut. So, ich könnte jetzt theoretisch mich hier wieder als einstellen, irgendwie als Arbeiter, damit ich hier mitarbeite. Eigentlich, ja. Eigentlich könnte ich das mal machen, ne? Könnte da mitarbeiten noch. Müssen wir hier bloß die Erweiterung kaufen, aber ich will das Geld erst machen für die Rohstoffe, ne? Was haben wir denn momentan? Naja, er müsste eigentlich unterwegs sein und Rohstoffe kaufen, hier unser Fuhrmann. Weiß ich nicht, ob er gerade unterwegs ist oder nicht, aber er dürfte unterwegs sein können. Naja, gut, wir werden sehen, wie gut das klappt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!